10, deswegen. Hallo, wir sind Annika und Roman und das ist unsere Hündin Milou. Und wir befinden uns auf Europareise mit unserem Van. Heute ging es an der Südküste Kroatiens über Opatija bis zum Hafen Bretova. Ausgangspunkt war die Stadt Mrica mit der Brücke Kiki Most im Hintergrund. Guten Morgen aus Kroatien. Ja, hinter mir seht ihr die Brücke, die vom Festland auf die Insel Krk führt. Mal gucken, was der Tag so bringt. Dieser Ausblick war mein persönliches Highlight. Wie gesagt, ob das jetzt legal ist, weiß ich nicht. Also richtet euch da nicht nach uns. Wir haben natürlich einen Schlafplatz gebraucht, ganz dringend, um wieder fit zu werden. Weil man sollte übermüdet natürlich nicht Auto fahren. Und merken auf jeden Fall, hier in Kroatien sind die Temperaturen noch einmal ein bisschen anders. Also, als wir jetzt in Slowenien im Wald waren, da haben sich natürlich diese knapp 30 Grad nicht ganz so angefühlt wie jetzt, ne? Nee. Und Milou liegt jetzt hier schon auf ihrer Kühlmatte. Und auf ging's nach Opatija. Opatija wurde uns von Freunden empfohlen. Und Opatija konnte halten, was uns versprochen wurde. Es war so unfassbar heiß, dass Milou zum ersten Mal auf der Reise Kontakt mit Salzwasser hatte. 12 Uhr und es ist eine brüllende Hitze. Dafür gibt's aber erstmal ein Eis, was sehr lecker ist. Wir gingen in Opatija auf Entdeckungsreise und das erste, was wir fanden, war ein wunderschöner botanischer Garten, der in voller Pracht strahlte. Anschließend schlingelten wir uns Richtung Brestova. Ich muss ein Ticket ziehen, dass wir auf die Fähre drauf kommen. Sollte so ungefähr 30 Euro kosten, Pi mal Daumen. Und dauert 20 Minuten und da fährt gerade schon eine. Also da sind wir dann drauf. Hallo, einmal hier mit dem Auto bis nach Zres. Nach einer Wartezeit von 10 Minuten ging es endlich los. Ich glaube übrigens, dass das tatsächlich mein erstes Mal war mit dem Auto auf einer Fähre. Das ist ein Pfadfindertrip. Er hat jetzt hier in Eigenkreationen etwas gebaut, genauso wie hier, wo er jetzt drauf fahren möchte. Die sind nämlich um die 30 cm schief. Warum er nicht einfach unsere Auffahrkeile benutzen will, weiß der Geier. Fakt ist, wir stehen immer noch zu schief. Wir sind jetzt schon auf die Auffahrkeile mit Brettern. Er reicht noch nicht. Also wir sind immer noch 25 cm zu schief. Deswegen, wir geben rum. Ich bin jetzt kurz natürlich auf die Suche nach Brettern und Steinen. Ich fühle mich wie so ein Pfadfinder. Jedenfalls, wir haben das hier sein lassen, aber wir haben schon unser Dach aufgestellt. Wir haben uns hier schon bequem gemacht, wir waren schon schwimmen und jetzt zeigen wir es aus. Genau für solche Orte wollten wir ein Aufstelldach haben. Um Wasser zu sparen, kochen wir übrigens gerade mit Wasser direkt aus dem Meer. Wenn man Salz mit der Ehewein, dann das vorher gegoogelt, das soll gar nicht so schlecht sein. Dinner is served. Mal gucken, wie die Nudeln schmecken. Geben wir euch dann morgen Feedback zu. And this is our beautiful view. Ich glaube, damit lässt sich's leben.